Herzlich willkommen zu Dragon Age. Wir sind in der DLC-Sektion, haben die Golems von Amgarak abgeschlossen und machen jetzt mal mit Lilianas Lied weiter. Mal gucken, was uns hier erwartet. Das spielt, soweit ich informiert bin, vor unseren eigentlichen Ereignissen der Story in Origins. Lassen wir uns mal überraschen. Wollt ihr ein Geheimnis erfahren? Diese Geschichte handelt von der Torheit. Ich kenne die Ereignisse und die Wahrheit, aber das Ende kenne ich nicht. Lasst sie mich erzählen und vielleicht finden wir es gemeinsam heraus. Wirklich nett. Monate der Planung und Gefälligkeiten. Alles ist vorbereitet. Ferelden wird lernen, dass Orlais das Spiel beherrscht. Aber nach unseren Aufträgen und einer persönlichen Angelegenheit gehört der Rest danach dir. Bist du dem gewachsen, meine Schöne? Du weißt, ich bin zu allem bereit. Ja, das bist du. Dank mir. Ich beobachte dich. Enttäusch mich nicht. Ich liebe es, wie sie geht. Da geht mir der Stein auf. Bitte. Okay, wir sind also mit Marjolaine unterwegs, die wir ja in Origins besiegt hatten. Das wird lustig. Gönnen wir uns ein wenig Spaß mit den adligen Ferelds. Sie sind so ahnungslos. Wie ihr seht, diesmal haben wir unseren Charakter nicht importiert. Beleidigungen. Und einen Schuss Rache. Augen auf. Wir kennen unsere Ziele. Suchen wir sie. Die Waren, nach denen wir suchen, werden in diesem Viertel gelagert. So, schauen wir uns das mal an. Wir wissen, dass wir nicht unseren Hauptcharakter haben. Denn den gibt es nicht, weil wir ja vor der Hauptstory sind. So, gucken wir uns mal an, was wir für Charaktere haben. Wie der Schwierigkeitsgrad so aussehen wird. Konstitution um 1 nach oben. Liliana kennen wir ja bereits. Wer bist du? Tuk, ein Krieger. Der mit Waffe und Schild zu kämpfen scheint. Du bist... ein Geistheiler, das gefällt mir, ein Heiler. Vielleicht mal Wiederbelebung aktivieren. Das wird uns bestimmt noch helfen. Mal gucken, was wir hier so haben. Wir haben 3 schwache Wundumschläge. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein, wie wir unsere Ausrüstung verwenden. Mhm.
Ansonsten besitzen wir keine Ausrüstung. Aber sie besitzt einen Bogen. Ist das deine zweite Waffe? Nichts. Okay, dann kämpfst du mit Axt und Schild und du kämpfst damit. Okay. Gucken wir mal, was wir tun sollen. Erfülle deine Aufträge auf dem Markt. Nach Monaten der Vorbereitung habt ihr das orlesianische Spiel der Intrigen nach Denerim gebracht. Ihr habt für diese Nacht mehrere Aufträge, die von Rache über Diebstahl bis hin zu simplem Chaos reichen. Marjolaine ist davon überzeugt, dass du ihre Erwartung nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen wirst. Du bist nicht ohne Grund ihre Lieblingsschülerin. Also wenn sie erwartet, dass wir ihre Erwartungen übertreffen, und wir übertreffen dann die Erwartungen, hat sie das doch wieder erwartet. Das wäre ja irgendwie komisch. Besiege Bann Perrins Wachen, bringe das lose Mundwerk zum Schweigen, Marjolaines Rachefeldzug und Diebstahl auf dem Markt. Okay. Questbezogen. Das orlesianische Spiel der Intrigen. Ich erinnere mich, Marjolaine hatte mir Auszüge aus einem feralischen Buch gegeben. Es war so etwas wie eine Abhandlung über das soziale Gefüge in Orléans. Während Orléans nach draußen eine Fassade der Opulenz präsentiert, ergeht sich der Adel in einem System gegenseitiger Diffamierung, dass das Spiel genannt wird. Während ausufernde Empfänge sowohl Freund als auch Feind verzücken, schlagen die Barden aus den Schatten mit Schmähungen, Diebstählen und Meuchelmorden zu, wobei sie dabei irritierenderweise sogar häufig sogar die Zustimmung ihrer Opfer finden. Die Kontrolle über diese Bänkelsänger der Schatten ist nur eine weitere Facette des Spiels. Bänkelsänger der Schatten hat mir gefallen, der Rest hätte nicht trockener sein können. Die Bürger Ferelden verstanden meine Welt nicht im geringsten. Und genau das war natürlich Marjolaines Absicht. Ich hatte meine bevorzugten Begleiter um mich geschart, und bin ihr nach Denerim gefolgt. Es ging mir nicht um Geld, sondern um das Vergnügen, mein Spiel mit diesem Narren zu treiben. Ich war Marjolaines Geschöpf. Wir wissen ungefähr noch, wie Liliana nach Denerim und nach Lothering kam. Und irgendwie scheinen wir hier davor zu sein. Ich folge deiner Führung, Mädchen. Marjolaine hat uns weit von zu Hause weggeführt. Ich hoffe, die Bezahlung stimmt. Wir haben hier ein paar Ziele. Besiege Ben Perrin. Fangen wir einfach mal an. Die Wachen warten nur auf einen Vorwand, um ihre Klingen ziehen zu können. Gucken, wie schwer dieser Schwierigkeitsgrad wird. Ich guck mal, es müsste eigentlich auf einfach wieder steigen, genau. Aber das haben wir bei den Golems von Amgarak gelernt, dass einfach nicht unbedingt leicht ist. Bleibt immer schön freundlich. Die Wachen haben noch keinen Grund, Jagd auf uns zu machen. Ich warne euch, rührt ja nichts an. Merkt euch meine Worte. Ja, quatsch mich nicht voll. Gehen wir mal zum ersten zu Ben Perrin. Zu den Wachen von Ben, sonst da was? Da ist ja unser Adliger. Ich wusste, dass irgendetwas faul ist. Lasst sie nicht in meine Nähe. Ich habe keine Ahnung, was die hier kann als Fähigkeiten. Für gewöhnlich würde ich ja lieber den Elfen steuern. Was für ein Spaß, aber wäre es zu niveaulos. Wir sollen ihn seiner Würde berauben, nicht seiner Sachen. Wenn wir sie an einem amüsanten Ort hinterlassen, ist das... Natürlich beklauen wir die Leute, wir wollen Ausrüstung bekommen. Demütige Ben Perrin. Um seine Schande zu vergrößern und Marjolaine zu belustigen. Haben wir denn noch mehr Sachen dazu? Diebstahl auf dem Markt. Ob wir jetzt schon kämpfen müssen gegen irgendwelche Wachen, weil wir jetzt schon unbeliebt sind. Lasst es uns aufhören.
rum, was wir für böse Leute sind. Gehen wir auch gleich noch zu ihm hier. Nein. Das übliche Mitleidsgejammer. Diese Anschlagstafel braucht ein wenig Auffrischung. Ach, hier können wir. Ach so, ich dachte, hier können wir ein paar Quests abholen. Okay, Ben, Parents fragt, wo die Unterkleider an die Anschlagstafel nageln. Warum nicht? Das müsste reichen. Das ist wohl nicht die Art von Spende, die die guten Schwestern erwartet hätten. Stellt euch nur mal vor, wie das aussieht, wenn der Morgen. Einfach atemberaubend. Gehen wir nochmal auf ihn zu hier. Macht ihn fertig! Dann könnt ihr hinterher! Macht ihn fertig, der ist vollkommen alleine. So, jetzt holen die beiden Stadtwachen noch dazu. Bis jetzt der Schwierigkeitsgrad sehr gut, aber wir haben auch nur drei Rundumschläge, deswegen sollte ja auch nicht besonders viel steigen, ansonsten kriegen wir hier Probleme. Wird erledigt. Ist das dein Ernst? Du vergreifst dich an den Almosen? Wenn ihr Erbauer das bisschen vermisst, hat die Kirche. Wenn man diese Öffnung ein klein wenig dehnt, kann man die Aushänge immer noch lesen. Bitte nicht. Mal hier was machen? Tief und dunkel. Wie viele Münzen wohl schon für alle Zeiten darin verschwunden sind. Nehmen wir mal weg. Joey Morris, wir haben genug zu tun. Ach hier, hier liegt noch was rum. Ja, da alles keine Rüstungen. Renwolds Reliquien, als hätte er sie gefunden. Gestohlene Antiquitäten aus Tevita stehlen, natürlich. Das sind ja unsere Schmuckstücke aus dem Norden. Bestimmt bewacht. Wow. Klingt, als hätte Marjolaine ihr Ziel gefunden. Der arme Bastard. Herausragende Importwaren. Der Mann ist wirklich von sich überzeugt. Den pyrrhischen Schmuck stehlen. Oh. Das ist Totenschmuck. Die Antiquitäten aus dem Winter hier ablegen? Ich bezweifle, dass er noch viel Zeit für Erklärungen haben wird. Es ist nicht ganz so hübsch, wie ich es in Erinnerung hatte. Was soll's? Etwas Besseres ein, als sie einfach wieder zu verkaufen. Du könntest die Waren gegen... Feinste Kleidung? Dieser Sir Wally war eindeutig noch nie in Orlais. Die gestohlenen historischen Kostüme stehlen. Suchen wir nach einem besseren Verwendungszweck für sie. Für den Schmuck hier ablegen. Da wird er einiges zu erklären haben. Jawohl. Für die gestohlenen Gegenstände, ja. Natürlich setzen wir sie sonst wo ein. Uns mal weiter um. Was war hier noch gewesen? Den Teil haben wir, glaube ich, jetzt erstmal soweit abgearbeitet. Ja, hier waren wir ja schon. Gibt's wieder was zu tun? Finde ich auch ganz gut, denn mich interessiert mehr, was hier so abgeht, als dass ich mich hier Kopf und Kragen kämpfen will.
Elfenviertel geht hier nicht. Oh, Marjolaine war so hart zu ihrem... Es wird so aussehen, als hätte er sich im Dienst betrunken. Nicht schlecht für den Anfang. Zu schade, dass wir sonst nichts mehr haben. Im Moment zumindest. Diese Leute sollen wir hier... Marjolaine hat dem Kerl wirklich ganz schön bewusstlos liegen lassen und die Stadtwachen bringen wir zu komplett schade, um. Dass wir sonst nicht... Und zu dir hier. Macht schon! Wer? Jovi Maris? Oh nein, es hieß doch, mir geschieht nichts! Das ist eure eigene Schuld. Darüber hättet ihr nachdenken sollen, bevor ihr Lügen verbreitet habt. Ich gehe nicht zurück. Niemals. Soll mir recht sein. Alleine gegen ihn? Der ist doch schon tot. Das ist das Mindeste, was darauf... Wie kann man von... Olesianische Kampfrüstung. Du hast einen Teil der einer meisterlichen olesianischen Lederrüstung gefunden. Entsorge Joeys Leichnam, ja, den haben wir jetzt irgendwie im Inventar. Ich meine, warum nicht? Wer trägt nicht gerne Leiche mit sich herum? Zum Essen nur so schwer werden. Ach komm, man findet nirgendwo bessere gekochte Innereien als in Pharrell. Wo auch immer du und Marjolaine mich haben wollt, da gehe ich hin. Marjolaine, das Signal geben, dass du bereit bist. Ende der Mission. Ne, dann warte mal. Hier ist eine Kiste, da waren wir noch gar nicht. Marjolaine hat dem Kerl wirklich ganz schön... Ich frage mich, wie viel Schande er wohl ertragen kann. Und Joeys Leichnam legen wir mal daneben. Neben einem Toten aufzuwachen, wird seine Lage wohl kaum. Nicht nur, dass er im Dienst umkippt, nein, er hat auch noch äußerst fragwürdig... Marjolaines Rachefeldzug, Diebstahl auf dem Markt. Die Dinge weiß ich. Das ist wirklich eine Schande. Es ist zumindest ein Anfang. Ein Anfang, sagt sie. Jetzt gehe ich nochmal zur ersten Kiste zurück. Mal sehen, was wir für diesen Renwald tun. Ich bin gespannt, genau. Wie er erklären Tauschen wird, wir das was wir in seinem Laden machen. Das arme Denerim wird im Chaos versinken, wenn der Markt öffnet und sich alle gegenseitig des Diebstahls bezichtigen. Mal. Wir haben Level abbekommen, warum auch immer. Wir sind ein leichtes Ziel. Bisher macht das viel mehr Spaß als die Golems von Amgarak, aber das muss nichts heißen. Mal ein bisschen böse sein. Schaffen wir den Dreck von der Straße! Die Stadtwache ist sehr aufmerksam, die ist gerade an unserem Markt vorbeigelaufen, wo wir dort an dem einen Beutel uns geübt haben. Ich will nochmal zu dem Beutel der Magier gehen. Da ist eine Art Lager. Eine Gemeinschaft von Magiern. Finde das Lager der Magier. Hier. Wusstest du davon? Magierlagermarkierung. Diebstahl an die Gemeinschaft. Ich erinnere mich. Die Notiz der Gemeinschaft der Magier besagte, dass es auf dem Markt Hinweise gäbe, die zu einem versteckten Lager führen würden. Zu dieser Zeit kümmerte es mich nicht, ob jemand dieses Geld verdient hatte oder dafür betteln musste. Die Suche nach den Hinweisen war für mich einfach ein Abenteuer. Zerstreuung. Ich habe mich sogar auf die unvermeidliche Begegnung mit der Wache gefreut. Die Unterschrift besagte, dass der Name des armen Kerls Severins war. Sie sind bedeutungslos. Meistens jedenfalls. Dann wird es ja auch... Durch. Wirklich?
Hast du irgendwas? Nö. Okay. Wo ist denn die Markierung? Hier. Noch ein Hinweis. Mein Dank an die Gemeinschaft. Ja, gehen wir noch zum anderen. Hauptmann der Nachtwache. Oh, ist das wirklich ein bisschen schwieriger? Dass ich hier in eine Falle laufe, weil die noch mehr machen. Also noch mehr Wachen holen, aber. Don't look that way. Wird erledigt. Julian das Signal geben. Ja, das machen wir gleich. Hier ist wieder eine Stadtwache. Achso, die ist tot. Raube das versteckte Lager der Gemeinschaft aus. Das befindet sich am anderen Ende der Stadt. Ich würde nicht wundern, wenn das bewacht wird. Nicht mehr lange. War ja irgendwie klar. Die können leider alle nichts. Magier und ein Golem. Naja, warum nicht? Magier muss zuerst weg. Kann man sich um den Golem kümmern. Der ist auch schon weg, na gut. Dein Magier war wohlhabender, als du hast durchblicken lassen, Sketch. Siegel der Gemeinschaft der Magier erhalten. Ich Verständnis habe. Nun, dieses Schmuckstück sieht aus, als wäre es einiges wert. Außer natürlich, wir finden einen anderen Verwendungszweck dafür. Wird erledigt. Haben wir den Mann? Ich frage mich, wie viel Schande er wohl ertragen kann. Siegel der Gemeinschaft der Magier hinterlassen. Jetzt sieht es auch noch aus, als sei er ein Abtrünniger. Schockierend. Das wird Marjolaine gefallen. Schon dreist, was wir hier machen. Aber... Wie weit würdest du denn noch gehen, Mate? Gibt es noch mehr in der Stadt? Eigentlich können wir hier nicht mehr machen. Dann gehen wir mal weiter. Oder gucken wir mal, was passiert, wenn wir ihr das Signal geben, dass wir bereit sind. Marjolaine?
Marjolaine! Spiel jetzt nicht mit mir! So macht man das. Oh, meine Schöne. Ganz außer Atem. Und deine Frisur. In Orlais wäre das ein Skandal. Und das liebst du ja. Ich habe gearbeitet. Und wo warst du? Das nennt man Arbeiten. Du solltest es auch mal versuchen. Denkst du etwa, ich falle vor Ehrfurcht auf die Knie, nur weil du dich um meinen Hauptmann gekümmert hast? Hättest du ihn gekannt, wärst du noch viel weiter gegangen. Aber genug der Ablenkung. Jetzt habe ich etwas Besonderes im Sinn. Clem? Ja, Marjolaine? Sorge dafür, dass sie alles bekommt, was sie braucht. Wir werden heute Nacht nicht zur Ruhe kommen. Wie lautet der Auftrag? Lass mich nicht im Unklaren. Welches Ziel hast du für uns ausgesucht? Alles zu seiner Zeit. Im Moment musst du nur wissen, dass wir uns eine besondere Pause verdient haben, sobald alles erledigt ist. Bereite dich vor und komm dann zu mir zurück. Rüste mich aus und bereite mich vor. Rüsten wir uns mal aus. Mit was auch immer wir Neues bekommen haben. Ach, ich habe gar keine Waffen mehr an, okay. Ich könnte ihm natürlich mit zwei Waffen ausrüsten, aber das würde seinem... Warum kannst du das nicht ausrüsten? Das würde seinem Naturell als Krieger mit Schild widersprechen. Immer da, wo... Und eure Hand in der Almosensammlung der Kirche war wohl nur ein Versehen, was? Ihr habt mich beobachtet? Könnt ihr eure Augen nicht von mir lassen, Lem? So könnte man es sagen. Wollt ihr etwas? Lasst uns handeln. Lasst mich mal sehen, was ihr gefunden habt. Das ist die Wundumschläge. Leider gar nichts für uns dabei. Nehmen wir mal alles mit, Howard Aegis. Ist das was für dich? Wäre ja gar nicht schlecht. Liliana bräuchte aber theoretisch auch noch was, nur sie kann davon nichts ausrüsten. Nehmen wir mal die Bomben noch mit. Wenn uns sogar erklärt wird, wenn wir Origins nicht gespielt hätten, wüssten wir vielleicht nicht, was ein Händler so kann. Hier was Neues dabei. Nee. Gnade Revains ist natürlich was für ihn. Das, was Ausrüstung betrifft. Bist du jetzt bereit, Liliana? Lass uns aufbrechen. Mein Können ist alles, was ich brauche, Marjolaine. Ich bin immer bereit. Genau das, meine Schöne, wollte ich hören.
heiliger Stein. Man kann doch nicht nach Daneron kommen, ohne das Anwesen des Aals zu besuchen. Du bist verrückt. Der Aal ist nicht hier und ein Großteil der königlichen Wachen scheint mit irgendwelchen Problemen auf dem Markt beschäftigt zu sein. Unser Auftraggeber möchte einfach nur, dass wir einen Einbruch vortäuschen, um einige belastende Papiere zu hinterlassen. So wird niemand vermuten, dass sie gerade erst hier deponiert wurden. Oder befürchtest du vielleicht, dass du dieser Aufgabe nicht gewachsen bist? Wie lauten die Details? Hast du sonst noch etwas für dich behalten? Was das für Papiere sind und wer uns angeheuert hat zum Beispiel? Ich glaube, es sind Zahlungsbelege, die auf einige Geliebte hindeuten. Und du weißt ebenso gut wie ich, dass wir die Spieler nicht kennen müssen. Wir lassen die Adligen entscheiden, wem sie die Schuld geben wollen. Wir sorgen nur dafür, dass das Spiel beginnt. So ist es. Jetzt teilen wir uns auf, um die Wachen voneinander zu trennen, suchen uns einen netten Weg ins Innere und platzieren die Papiere so, dass sie gefunden werden, ohne dabei zu auffällig zu sein. Und zwar im Schlafzimmer. So wird es schön persönlich. Lass mich nicht warten. Okay. Das Spiel. Finde den Zugang zum Anwesen des Aals und deponiere die Papiere. Marjolaine hat dich mit einem Zusatzauftrag überrascht. Ihr sollt jemanden innerhalb des Anwesens des Aals von Daneron in Ungnade stürzen. Das Anwesen wirkt zwar wie eine Festung, aber Marjolaine ist wie immer zuversichtlich. Finde einen Weg ins Innere und sorge dort für Chaos, damit später niemand bemerkt, dass die Papiere gerade erst dort deponiert wurden. Zum Fenster klettern. Ich denke mal, wir müssen geradeaus. Hier kommen wir... Hier ist Sackgasse. Ich meine, wir leuchten ganz schön durch unsere Ausrüstung. Das Anwesen des Arts. Kodex-Eintrag. Ich erinnere mich. Über so vielen von Martulens kleinen Überraschungen war ich eher aufgeregt als beunruhigt. Das Anwesen des Aals bot das typische Bild einer Festung in Friedenszeiten, deren Befestigungen eher dazu dienen, den Adel zu beruhigen, als Feinde abzuhalten. Es mag vielleicht vor langer Zeit furchteinflößend gewirkt haben, aber als ich dort war, war es nur eine weitere Trophäe, die ich für Marjolaine erobern wollte. Ich sollte allerdings noch erfahren, dass das Anwesen für die Dauer der Abwesenheit des Aals in weitaus beunruhigendere Hände gegeben wurde. Okay, das klingt ja nach Ärger für uns. Okay, hier gibt's Gegner. Okay, dazu. Ausgebildet war. Und die Uniform war auch viel schicker. Leichnam eines Soldaten, wir lassen sie natürlich direkt wieder verschwinden. Antworten wir, ihre Leichen so loszuwerden, dass niemand sie findet. Frisch gepflügte Erde. Langsam voranstelfen. Oder auch nicht. Nicht wegrennen. Wieder einen Leichnam, den wir verschwinden lassen sollen. Ja, gleich. Und noch einen. Wenn wir zum Fenster reinklettern, gucken wir uns mal weiter um. Das ist das Anwesen von Al Ho. Im Endeffekt, das kennen wir ja schon. Und ich weiß nicht, ob damals Al Ho auch schon... Wir könnten die Soldaten in der Erde verschwinden lassen. Ach ja,
Okay. Und wessen Rücken muss dafür wieder herhalten? Ein guter Ort, um etwas zu verstecken, wenn man gerne gräbt. Beerdigen wir sie doch hier. Damit sind sie aus der Sichtweite. Bist du jetzt glücklich, Sketch? Naja, beruhigt. Nicht glücklich, aber beruhigt. Aber wir leveln gleich auf. Mehr gibt's nicht. Es ist doch immer wieder schön. Ich möchte nicht länger als unbedingt glücklich hier sein. Wir unterhalten uns, sobald wir in Sicherheit sind. Das ist unser Weg hinein. Das Fenster in der Ecke können wir erreichen. Für Tuck könnte es vielleicht ein klein wenig eng sein. Genau, das hat deine Mutter auch. Dann mal rein. Also gut, wir suchen uns noch mehr Soldaten und sorgen für ein bisschen Chaos, bevor wir die Papiere deponieren. Ich liebe es, wenn du so redest. Und dich liebe ich auch, Sketch. Hier ist das Ziel. Wir sind aufgelevelt. Vielleicht sollte ich mein Stehlen einfach mal verbessern. In letzter Zeit auch wenig gemacht. Jetzt wird nur das ausgerüstet, was uns am sinnvollsten, was mir am sinnvollsten erscheint. Nach oben zur Hauptebene, verborgener Eingang. Würde es sogar weitergehen und hier, ach, dann geht's hier wahrscheinlich nicht weiter. Willigt Ferelden etwa die Folter? Oder ist sie nur erlaubt, weil der Aal gerade nicht da ist? Das spricht nicht unbedingt für denjenigen, der momentan das Sagen hat. Machen wir noch ein bisschen weiter. Meine Herren. Müssen wir wieder kämpfen. Freier Soldat, er hat leider keine Rüstung mehr, dann wird deswegen wahrscheinlich viel Schaden fressen. Kann ich auch wieder die Leichnamen verschwinden lassen? So sieht nicht. Ja, gleich. Natürlich kommen wir hier rein. Bedient euch. Immerhin soll es ja nach einem Einbruch aussehen. Wir haben wieder ordentlich was bekommen. Hier scheint es weiter zu gehen. Ne, weiter geht's da lang. Wir gehen jetzt mal nach oben. Rache dir für Widerworte drum! Kleine wird später mal ein ganz besonderer Mann. Warte, ist der hier drin gerade eine Frau? Was ist denn das? Dicke Türen sind doch immer wieder für Überraschungen. Hier ist ein Feldwebel als Anführer wahrscheinlich. Der Typ greift gerade meinen Magier an. Diese Schlacht trägt höchsten Namen. Erledigt. Sollen sich mal ein bisschen Rüstung hinterlassen? Oder halt einen Schlüsselbund? Den wir natürlich hierfür gebraucht haben. Zum...
Emma Jolene verführt wohl den Hauptmann. Was es damit auf sich hat, machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.